Moin Leute, ich wurde von euch schon oft gefragt, Andi, wie stehst du eigentlich zu den Klimaplänen der Ampel? Ich höre hier super unterschiedliche Meinungen, meistens leider ziemlich extreme. Also entweder das ist überhaupt nicht genug und wir sind mega enttäuscht, ihr habt schon versagt, bevor ihr überhaupt angefangen habt. Aber auch das Gegenteil höre ich oft, das ist viel zu viel, das wird unsere Wirtschaft zerstören, bis hin zu kompletten Klimaleugnern. Also irgendwie teilen sich beide Lager so extrem weit auseinander. Also die Meinungen sind da sehr gespreizt. Ich habe mir deswegen eine aktuelle 70-seitige Studie angeschaut und die komplett durchgearbeitet, die sich genau mit diesem Thema befasst. Die Studie untersucht diesen Vertrag nämlich genauestens auf die Klimaziele und ich werde euch heute die wichtigsten Erkenntnisse vorstellen. Und ihr werdet dabei nicht nur etwas über den Koalitionsvertrag und dessen Klimaziele lernen, sondern auch einen kompletten Überblick über alle großen Themen, wie zum Beispiel, welche Klimaziele gibt es überhaupt, ja? Was ist Sektorenkopplung? Brauchen wir wirklich noch Gaskraftwerke, Wasserstoff und dessen Nutzung, Stromnetze, Speicher? Also es ist echt alles dabei. Und ich kann nur sagen, die Folge wird ein absolutes Informationsmonster. Und ich garantiere euch, ihr habt hiernach einen guten Überblick und könnt wirklich mitreden. Es lohnt sich. Die Rede ist von der DIW-Econ-Studie, ein Koalitionsvertrag für ein klimaneutrales Deutschland. Die Studie wurde von der Klimaallianz in Auftrag gegeben, mit der Bitte an das DIW, den Koalitionsvertrag daraufhin zu untersuchen, inwiefern er unsere Klimaziele einhalten kann oder auch nicht. Und genau das haben die Wissenschaftler getan und in meinen Augen haben sie das sehr, sehr gut gemacht. Okay, fangen wir an. Welche Klimaziele gibt es eigentlich in Deutschland? Es gibt genau zwei Ziele. Und zwar ist das zum einen das 1,5-Grad-Ziel, also das Pariser Klimaabkommen und was dafür nötig wäre, damit wir als Deutschland unseren Anteil daran leisten. Und das andere ist das wesentlich niedrigere Ziel, das Bundesklimaschutzgesetz. Das ist quasi ein Ziel, was wir uns selber gesteckt haben, aber deutlich unter dem 1,5-Grad-Ziel liegt. Und zwar nicht in Temperatur. Die Wissenschaftler des DIW haben sich jetzt die unterschiedlichen Sektoren angesehen, also sowas wie Energie und Verkehr und so weiter, und diese bewertet, inwiefern die Maßnahmen des Koalitionsvertrags reichen, um diese beiden Ziele zu erreichen, also entweder das Pariser Abkommen oder das KSG sozusagen. Dabei haben sie sich die folgenden Bereiche angesehen: Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und sektorübergreifende Maßnahmen. Sektorübergreifend wären zum Beispiel Dinge wie der Preis auf CO2-Emissionen, da dieses praktisch alle Sektoren betrifft gleichermaßen. Links blende ich immer wieder ein, wie viele Millionen Tonnen CO2 die einzelnen Sektoren momentan verursachen. Also Energie, Industrie und Verkehr sind hierbei die drei größten CO2- oder CO2-Äquivalent-Emittenten. Okay, Pariser Abkommen und Klimaschutzgesetz. Was bedeutet das genau? Schauen wir uns nochmal an, wie sich die Emissionen laut dem Pariser Abkommen, also dem 1,5-Grad-Ziel, entwickeln müssten, damit Deutschland seinen Anteil an Emissionen an der Welt einhält. Und das ist die grün gezeigte Linie, die ihr hier seht, ja? Die Ergebnisse sind aus den unten genannten Quellen. Das gezeigte Bild ist aus der DIW-Studie selbst. Und ihr seht, das ist schon sehr, sehr ambitioniert und je länger man wartet, desto unmöglicher wird es praktisch. Okay, dann sehen wir uns jetzt mal an, wie die Ziele unseres eigenen Klimaschutzgesetzes im Vergleich aussehen. Wie schon gesagt, die sind schwächer und da seht ihr jetzt, das ist die in blau gestrichelte Kurve. Und Klimaneutralität bis 2045 bedeutet das, also hier werden schon sehr, sehr viele Abstriche zum 1,5-Grad-Ziel gemacht. Und ich möchte das hier auch überhaupt nicht bewerten oder so, man kann über alles diskutieren, sondern ich werde euch das einfach nur nüchtern zeigen und wir werden uns einfach angucken, wie die bisherigen Ziele im Vergleich aussehen. Jetzt natürlich die Frage, wie sieht denn die Realität aus? Also wo liegen wir überhaupt? Ja, und das seht ihr hier in Rot. Und das ist das, was wir bisher erreicht haben mit unseren Emissionen, also was quasi die letzte Regierung so verzapft hat. Und man sieht, das ist leider deutlich über beiden Zielen. Also wir haben nicht einmal die selbst gesteckten Ziele erreicht. Und das ist schon, finde ich, ein Armutszeugnis, ehrlich gesagt. Aber okay, wie ist die Prognose jetzt mit dem Ampel-Koalitionsvertrag? Ja? Bevor wir auf die einzelnen Sektoren eingehen, schauen wir uns den erstmal an, also die Gesamtprognose sozusagen. Und ihr seht jetzt hier in Grau die Prognose, die wir mit dem Koalitionsvertrag der Ampel vermutlich erreichen werden. Ja? Man muss jetzt hier aber sagen, das ist natürlich nur eine Prognose mit sehr vielen Unsicherheiten, also das ist eine Schätzung und Abweichungen nach unten und da oben sind auf jeden Fall möglich. So, und warum das so ist, das werde ich euch hier und heute zeigen und erklären. Was ihr aber sehen könnt, ist, dass die Realität, also was wir bisher erreicht haben und wo wir vermutlich landen werden mit dem neuen Koalitionsvertrag, also beides ist schlechter als das ohnehin schon abgeschwächte Klimaschutzgesetz. Und das sind die Ziele, die wir uns selber gesteckt haben. Also die sind nicht von außen gekommen. Also bisher unter der alten Regierung wurde das Pariser Klimaabkommen quasi abgemildert.
und dann nochmal eigene Ziele gesetzt und diese eigenen Ziele wurden dann noch nicht einmal eingehalten, sondern die auch noch überschritten. Und das, was ich euch hier gezeigt habe, das sind auch keine Geheimnisse oder irgendwas von mir Berechnetes oder so. Das sind einfach die aktuellen Pläne und das sind ganz, ganz normale Dinge, die man überall nachlesen kann. Das ist no magic. Unterm Strich kann man sagen, das ist eine extrem große Voraussetzung für die neue Regierung. Und wie es aussieht, ist es leider immer noch nicht genug. Aber woran liegt es und wo ist der Vertrag gut bzw. noch ausbaufähig? Ja, schauen wir uns das jetzt einfach mal an, was die Ampel beim Energiesektor vorhat. Also fangen wir mit dem Energiesektor an, denn das ist der wichtigste Sektor, den wir haben. Okay, was ist im Bereich Energie geplant? Ja, dieser Bereich ist vermutlich der wichtigste oder hat am meisten Einfluss, was die Treibhausgasemissionen angeht. Und das ist auch der Bereich, von dem man spricht, wenn man von der Energiewende redet. Im letzten Jahr geht das Umweltbundesamt von einem Treibhausgasausstoß von 221 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent aus. Und zwar nur für diesen Sektor. CO2-Äquivalent bedeutet, dass auch andere Gase wie zum Beispiel Methan und so weiter einbezogen werden und dann einfach gesprochen auf CO2 hochgerechnet werden. Also das ist eine Art Maß, um alle Treibhausgase zu messen und vergleichbar zu machen. Und das Klimaschutzgesetz sieht bis 2030 eine Reduktion in diesem Bereich auf 108 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent vor, also mehr als eine Halbierung. Jetzt kommt aber noch ein großer Dämpfer, da zukünftig immer mehr elektrische Energie benötigt wird, also weil vieles auf elektrische Energie umgestellt wird, zum Beispiel E-Autos, Wärmepumpen, E-Bikes und so weiter, steigt auch der Verbrauch an elektrischer Energie vermutlich sehr stark. Ich denke, das werdet ihr alle einsehen. In den letzten Jahren waren es so rund 600 Terawattstunden pro Jahr. Das ist eine verdammt große Zahl. Ich würde gerne einen schönen Vergleich finden, um euch diese gigantische Zahl irgendwie näher zu bringen, aber in meinen Augen ist der beste Vergleich ganz einfach. So viel brauchen wir, um unser gesamtes Land am Laufen zu halten. Das ist unfassbar viel. Und Schätzungen gehen zukünftig von einem Stromverbrauch von ca. 643 bis zu 875 Terawattstunden aus, je nachdem, wie sich alles entwickelt. In jedem Fall gibt es aber einen massiven Anstieg, ja, was das Problem, was wir haben, eigentlich sogar noch verstärkt. Zusammengefasst bedeutet das, wir werden wesentlich mehr Strom verbrauchen und der Ausstoß an Emissionen muss trotzdem um mehr als die Hälfte gesenkt werden. Also eine Mammutaufgabe, die man schon lange hätte angehen sollen. Okay, fangen wir mit dem Ausbau der Erneuerbaren und dem Abbau von fossilen Energien ab, denn das ist mit Abstand der wichtigste Punkt. Erstmal erkennt die Ampel den steigenden Stromverbrauch an. Das hat die letzte Regierung nämlich tatsächlich nicht getan. Die sagen nämlich, dass bis 2030 80% der Energie regenerativ erzeugt werden soll und das bei einem fast realistischen Stromverbrauch von 680 bis 750 Terawattstunden. Also hier wird die Realität zumindest halbwegs anerkannt. 2% der Fläche soll für Windenergie bereitgestellt werden. Ja, PV und Windkraft sollen massiv ausgebaut werden und die Genehmigungsverfahren werden durch Projektteams einer bundesweiten Vereinheitlichung von Bewertungsmethoden bei der Artenschutzprüfung erreicht und der Ausbau von erneuerbaren Energien und deren Transport wird als öffentliches Interesse deklariert und damit wesentliche Hürden abgebaut. Es gibt noch mehr Punkte, aber das wird vom DIW insgesamt als sehr positiv bewertet. Und nach dem, was ich gelesen habe, würde ich dem auch tatsächlich so zustimmen. Wie sieht es mit dem Abbau von fossilen Energien aus? Die Ampel sagt, der Kohleausstieg soll idealerweise bis 2030 gestehen. Und das darf man, glaube ich, jetzt nicht als Aufweichung verstehen, sondern ein Zwang, also wenn ich es jetzt wirklich erzwingen würde, könnte zu rechtlichen und finanziellen Problemen führen und die Kohlebetreiber möglicherweise dazu veranlassen, die Kraftwerke so lange laufen zu lassen, bis sie vom Staat sozusagen gezwungen werden, denn dann könnten Zahlungen anfallen. Besser ist zum Beispiel die Erhöhung des CO2-Preises, wodurch die Betreiber freiwillig und vermutlich auch früher aufhören, weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Ich denke, dieser Passus ist sogar relativ intelligent gelöst. Und später kommen wir auch nochmal darauf zurück, wie exakt das gemacht werden soll, denn der Punkt ist nicht ganz unwichtig, damit es jetzt auch nicht zu einem sozialen Problem wird. Gaskraftwerke sollen aber noch gebaut und angeschlossen werden. Vielleicht sagst du jetzt, die produzieren noch weniger CO2, klingt doch als Übergang gar nicht so übel, habe ich auch erstmal gedacht. Leider ist das nur die halbe Wahrheit, denn Gaskraftwerke produzieren zwar weniger CO2, das stimmt, aber durch die Nutzung wird Methan freigesetzt, was wesentlich klimaschädlicher ist als CO2. Laut dieser Studie hier unten sind die aus diesem Grund kaum besser als Kohlekraftwerke. Ich meine, das ist für viele Leute, glaube ich, eine echt große Überraschung und für
mich war es das auch, aber leider ist auch hier wieder die Tatsache richtig, CO2 ist einfach nicht alles. Ja? Wenn man alles sich anguckt, die gesamte Kette, dann sieht es halt einfach düster aus. Hier links seht ihr jetzt den Emissionsvergleich der Wissenschaftler nochmal in Zahlen. Ja? Und ihr seht die verschiedenen Energieträger und ihr könnt sehen, Gas schneidet erheblich schlechter ab, als man eigentlich denkt. Also ihr seht, der CO2-Ausstoß ist geringer, aber durch den Methanausstoß, der auch unvermeidlich ist laut den Wissenschaftlern, sieht es halt einfach nicht so toll aus im Schnitt. Und das ist man kaum besser als Kohle tatsächlich. Also das ist halt leider sehr schade. Die Wissenschaftler vom DIW sehen das ganz genauso und sagen hierzu, mit Methan als Hauptbestandteil sollte Erdgas daher nicht als klimafreundliche Brückentechnologie angesehen werden. Okay, Stromnetze und Speicher, ein mega wichtiges Thema, denn Energiespeicher wird von der Ampel jetzt als eigenständige Säule des Energiesystems definiert und bekommt damit hoffentlich die Aufmerksamkeit und den Push, den dieser Part auch einfach dringend benötigt. Aber es fehlt laut dem DIW an konkreten Maßnahmen, was den Ausbau von Speichern angeht. Also einfach gesagt, es ist zu schwammig bzw. überhaupt nicht definiert. Intelligente Netze sollen stark ausgebaut werden. Und was bedeutet das? Also das heißt so ganz einfach gesagt, Verbraucher und Stromproduzenten sprechen miteinander und zwar digital. So kann man die vorhandenen Netzschwankungen oder viel besser planen und steuern. Ja, also ein einfaches Beispiel, um das mal irgendwie verständlich zu machen. Ich habe zum Beispiel irgendwie einen gigantischen Verbraucher, was auch immer das jetzt ist, und der bekommt jetzt vom Netz die Meldung, sieht gut aus im Moment, wir haben gerade Überschuss, also leg los und zapf dir den Überschuss jetzt ab. Und das kann man sogar irgendwie digital oder möglicherweise sogar vollautomatisch machen. Ja? Also könnt ihr euch vorstellen, dass das cool ist. Bisher müssen große Verbraucher oftmals echt anrufen und um eine Freigabe erbitten oder es gibt halt immer Zeitfenster, die dann geplant sind. Und das Ganze ist natürlich dann, wenn es wirklich gut und automatisch funktioniert, auch für kleinere Verbraucher möglich. Und die Kommunikation, die da halt stattfindet, die kann auf jeden Fall extrem helfen, unser Netz und auch die Schwankungen zu planen und halt zu steuern. Ja? Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, um die vorhandenen Ressourcen und auch den Verbrauch besser miteinander zu verheiraten. Also das, alleine das, ohne irgendwelche Speicher, wird vermutlich schon sehr viel bringen. Okay, wie sieht's mit Wärme aus? Die Hauptaussage des Koalitionsvertrags: 50% klimaneutrale Wärmeentzeugung bis 2030. Ja, es stehen noch mehr Punkte drin, aber grundsätzlich hat das DIW diesen Punkt eher kritisiert, da hier oftmals noch konkrete Maßnahmen fehlen. Dieser Punkt scheint also noch eher dünn. Der letzte Punkt beim Punkt Energie ist Sektorenkopplung. Kurz, was ist das? Die Verbindung von Strom, Wärme, Verkehr und Industrie. Also wir wollen das alles nicht mehr als einzelne Teile betrachten, die mit verschiedenen Energieträgern irgendwie versorgt werden, sondern alles gemeinsam. Und wie macht man das? Es ist eigentlich nicht so kompliziert, zum Beispiel mit erneuerbaren Energien. Also als einfachstes Beispiel, oder so ist es dann letztlich auch geplant, den grün produzierten Strom nimmt man als Basis und den kann ich für alles Mögliche nutzen und den umwandeln. Ja? Also ihr seht zum Beispiel hier eine Grafik des KIT in Zusammenarbeit mit einigen anderen internationalen Instituten. Oben seht ihr praktisch, wie es ganz grob zusammengefasst heute ist und unten auf der unteren Zeile seht ihr, wie es mit der Sektorenkopplung über erneuerbare Energien, sprich Strom, aussehen könnte. Zudem sind die entsprechenden Wirkungsgrade gezeigt. Der 100% Wirkungsgrad bei Elektrizität irritiert tatsächlich etwas, hat mich auch irritiert. Vermutlich ist das hier aber eher auf die Quelle bezogen, denn erneuerbare Energien sind unbegrenzt vorhanden und da sind dann Umwandlungsverluste nicht mehr so interessant. Gut, egal. Nehmen wir es erstmal so hin. Es ist auf jeden Fall gut erkennbar, wie zum Beispiel auch im Bereich Wärme durch Wärmepumpen viel Energie gespart werden kann. Und ich glaube, das ist, egal welche Größenordnungen das sind, jetzt unzweifelhaft. Und die Prozesse sind in der Regel wesentlich effizienter, und zwar wirklich alle. Auch bei E-Autos ist das so, ja. Die sind einfach wesentlich effizienter als Verbrenner und da muss man, glaube ich, auch nicht groß diskutieren, selbst wenn man die gesamte Kette betrachtet. Also ich verbrauche zwar insgesamt mehr Strom, also als Land, aber insgesamt betrachtet, wenn ich zum Beispiel Gas und Benzin und so weiter als Energieträger dazu zähle, verbrauche ich weniger Gesamtenergie, weil ich mit Strom effizienter arbeiten kann. Und diese Gesamtenergie ist dann praktisch die Primärenergie, so nennt man das. Und die wollen wir reduzieren auf Dauer und das ist der Plan. Okay, was gibt's noch? Das DIW hat zum Beispiel besonders gelobt, dass ein konkreter und sinnvoller Plan für wettbewerbsfähige Strompreise vorgelegt wurde. Die EEG-Umlage wird beendet und stattdessen wird alles über einen Klimafonds bezahlt, der aus Einnahmen des nationalen Emissionshandels bezahlt wird. Also ganz einfach gesagt, es wird mit den Einnahmen aus den CO2-Zertifikaten zum Beispiel bezahlt. Also aus, wenn irgendein Unternehmen viel CO2 emittiert, muss es dafür bezahlen und diese Einnahmen werden verwendet, um das dann in diesen Klimafonds zu packen.
So, was gibt's noch? Wasserstoff ist noch ein großes Thema. Die Ampel möchte Wasserstoff überall dort einsetzen, wo direkte Elektrifizierung nicht möglich ist. Genauer wird's leider nicht definiert. Bis 2030 sollen dann noch 10 Gigawatt an Elektrolyseanlagen angestrebt werden, also einfach gesagt die Anlagen, die grünen Wasserstoff aus Strom und Wasser herstellen. Wobei 10 Gigawatt natürlich nicht besonders viel sind und hier sieht man, das, was ich halt schon länger predige, es wird einfach nicht genügend grünen Wasserstoff geben. Deswegen sollte man das Zeug auch wirklich nur da einsetzen, wo es sinnvoll ist und wo es keine andere Alternative gibt. Und das sind zum Beispiel auf keinen Fall Autos und auch keine E-Fuels, zumindest nicht für normale PKWs. Okay, wie hat das DEW jetzt diesen gesamten Energiesektor bewertet? Und das DEW hat hierfür so eine Art Farbskala eingeführt, wobei rot praktisch der Status quo ist und grün würde bedeuten, dass wir das 1,5-Grad-Ziel schaffen, also das coolste Ziel, was wir momentan haben, was aber wahnsinnig ambitioniert ist. Dazwischen gibt es noch eine Markierung, die bedeutet, dass die Maßnahmen zumindest unserem eigenen Klimaschutzgesetz entsprechen würden. Und das Ergebnis sieht halt so aus, dass das DEW sagt, dass die Pläne tatsächlich für die Einhaltung des Klimaschutzgesetzes ausreichend zu sein scheinen. Also das ist schon mal gar nicht schlecht. Und es ist eigentlich erschreckend, wenn man sieht, wie viel die eigentlich machen, denn das ist wirklich keine Kleinigkeit, die da vorgeschlagen wurde in dem Plan. Denn der Plan ist ambitioniert, das muss man denen halt einfach lassen. Und selbst das reicht nicht mehr aus, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Ja. Und bedanken muss man sich hier leider ganz klar bei der letzten Regierung, die es schlichtweg nicht ernst genommen hat und jahrelang verpennt hat. Leider. Okay, nach dem Energiesektor, der wichtigste Punkt ist dann die Industrie. Denn hier müssen wir bis 2030 für unser Klimaschutzgesetz von momentan 178 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent auf 118 Millionen Tonnen runterkommen. Und das ist ebenfalls eine extreme Hausnummer und deswegen sehr, sehr wichtig. Die Erwartungen für diesen Sektor sind also verdammt hoch. Im Bereich Industrie gibt es eigentlich zwei große Felder, die wichtig sind und das sind halt, wie bekomme ich Treibhausgase aus der Fertigung und aus der Produktion raus und die Kreislaufwirtschaft, also Energie- und Materialeffizienz, also zum Beispiel Recycling oder die Wiederverwendung beispielsweise von alten E-Auto-Akkus als Energiespeicher, was vielleicht für uns so das Thema ist, was wir kennen. Okay, fangen wir mit der industriellen Fertigung und der Produktion an. Die Ampel möchte die Unternehmen hier mit konkreten finanziellen Maßnahmen unterstützen, um sich von Treibhausgasen zu befreien. Also hier sind zum Beispiel irgendwie Förderungen der KfW vorgesehen, aber auch langfristige Zusicherungen, um den Unternehmen einfach Planungssicherheit zu bieten. Und es gibt noch mehr, aber in meinen Augen sind das erstmal so die wesentlichen Dinge, die ich auch interessant fand. Und das DEW befand das auch erstmal so als positiv, hat aber auch Kritik geäußert, und zwar dahingehend, dass nicht genügend Quoten festgelegt worden sind, was zum Beispiel CO2-arme Materialien angeht. Zudem gibt es auch noch Industriebereiche, wo auf jeden Fall Treibhausgase emittiert werden, also wo es einfach unmöglich ist, klimaneutral zu produzieren. Und um das auszugleichen, müsste man eigentlich noch CO2 einfangen oder das halt irgendwie verwenden, im Boden speichern, was auch immer, oder von mir aus Bäume pflanzen. Also man muss da irgendwie einen Gegenpol schaffen, sonst wird es halt schwierig. Und der Vertrag beschreibt das alles nur mit technisch negative Emissionen sind notwendig. Da wird aber nicht ins Detail gegangen. Und das ist hier auch ein Kritikpunkt. Hier wäre sicherlich ein bisschen was Konkreteres sinnvoll oder sonst besteht einfach die Gefahr, dass möglicherweise wenig bis gar nichts passiert. Okay, wie sieht es mit Kreislaufwirtschaft, Energie und Materialeffizienz aus? Also wie setzen wir unsere Materialien und Energie zukünftig besser ein? Ja? Wichtig ist hier ganz besonders die Senkung von sogenannten Primärrohstoffen. Das bedeutet, zum Beispiel geht es darum, dass man die Materialien für jetzt beispielsweise Akkus, ja, die man braucht, wie Nickel, Mangan oder Kobalt, aus Recycling nimmt und so wenig wie möglich neu schürft, was Sinn macht. Das wird, glaube ich, jeder von euch verstehen, denn wir haben ja nicht mal unendlich viel davon. Irgendwann ist das Zeug weg. Also das ist ein absolut sinnvoller Punkt und das Problem ist hier, dass es für die Unternehmen oft günstiger ist, auf neue Materialien zu setzen, anstatt die Recycling-Materialien zu nehmen, denn Recycling kostet halt. Zudem kann man die Arbeitsbedingungen oft nicht vergleichen. Also Kobalt beispielsweise wird im Kongo unter schlimmen Bedingungen abgebaut, wohingegen die Recyclingfirmen für beispielsweise Akkus hier in der EU sitzen. Also sie haben da ganz andere Richtlinien. Auch das macht es halt teurer. Ja? Und über Ethik wollen wir hier überhaupt nicht reden. Das ist echt einfach fürchterlich. Ja? Ich werde auch gerne noch mal eine Folge dazu drehen, denn es ist nicht schön.
Das DIW kritisiert hier, dass keine Quoten für Material- und Energieeffizienz gesetzt werden. Und es wird auch nicht irgendwie eine Primärrohstoffsteuer eingeführt, denn das würde unmittelbar helfen und die Dinge relativ schnell in eine andere Richtung lenken. Also wenn ich mein Kobalt zum Beispiel auf dem Kongo kaufe, dann gibt es eine Steuer drauf, damit die Recyclingware überhaupt eine wirtschaftliche Chance hat. Also das wäre eigentlich eine relativ sinnvolle Geschichte. Aber stattdessen ist ein Fonds geplant und Subventionen, die an der besseren Effizienz in beiden Bereichen geknüpft sind. Und was die Ampel noch machen will, ist sich halt für eine EU-weite Quote für Recycling und Sekundärrohstoffe einzusetzen. Wobei das DIW hier darauf hinweist, dass diese Pläne nicht sehr konkret ausgearbeitet sind, was leider darauf hinweisen kann, dass möglicherweise auch hier wieder einfach wenig bis gar nichts passiert. Okay, der Punkt Industrie, wie sieht die Gesamtbewertung aus? Was sagt das DIW dazu? Und ihr seht hier links wieder die Bewertung des DIW und die Wissenschaftler schreiben so mal ganz grob zusammengefasst, die Maßnahmen sind zielführend, aber nicht ausreichend für das Klimaschutzgesetz und keinesfalls ausreichend für 1,5 Grad. Einfach gesagt, also es passiert endlich etwas, aber es reicht nicht. Ja, schade. Verkehr. Der Verkehr ist der drittgrößte Treibhausgasemittent und damit wahnsinnig wichtig. Und was man hier auch sagen muss, es hat seit 30 Jahren keine wesentliche Treibhausgasreduzierung stattgefunden. Also in 30 Jahren hat sich praktisch wenig bis nichts getan. Also mich hat diese Zahl echt schockiert, weil 30 Jahre, das ist verdammt lange. Und für die Einhaltung des deutschen Klimaschutzgesetzes, also unserer eigenen Ziele, die wir uns selber gesteckt haben, müssten wir bis 2030 von 146 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent auf 85 runter. Also auch hier wieder fast eine Halbierung. Und wenn wir das 1,5 Grad Pariser Abkommen einhalten wollen würden, dann wäre es sogar eine Reduktion um 115 Millionen Tonnen notwendig. Also nicht auf 85 runter, sondern auf 31 Millionen Tonnen. Und vermutlich, das muss man, glaube ich, ehrlich so sagen, ist das mittlerweile einfach nicht mehr realisierbar. Mit der alten Regierung hätten wir hier vermutlich so lange abgewartet, bis das ganze Kartenhaus einfach irgendwann in sich zusammenfällt. Das DIW sieht hier jetzt drei konkrete Handlungsfelder, die man beeinflussen kann und auch sollte. Das eine ist weniger Emissionen im Personenverkehr. Das zweite ist ein Modal Shift im Personenverkehr, was bedeutet vom Individualverkehr so ein bisschen mehr Richtung Öffentliche, also da halt den Leuten entsprechende Anreize oder überhaupt Möglichkeiten zu bieten. Und das dritte ist weniger Emissionen im Güterverkehr, also LKWs und Güterzüge zum Beispiel. Okay, fangen wir mit den Emissionen im Personenverkehr an. Hier kritisiert das DIW den Koalitionsvertrag relativ deutlich. Fangen wir mit dem Tempolimit an, was wahnsinnig heiß umkämpft ist, ich weiß, das hat die Ampel abgelehnt. Dieses wäre eigentlich einfach umzusetzen, hätte unmittelbar, also sofort 1,9 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent gespart und die Verkehrssicherheit erhöht. Und die Berechnungen stammen, wie gesagt, vom Umweltbundesamt. Das ist weder von mir noch vom DIW selbst, das ist eigentlich relativ allgemein anerkannt. Subventionen zu Verbrennern oder ein Angleich zwischen Diesel und Benzin werden praktisch nicht erwähnt und wären eigentlich sehr, sehr wünschenswert. Das Einzige, was da drin steht, ist, dass diese zu überprüfen sind und mehr steht wirklich nicht drin. Es wird auch kein Ausstiegsdatum aus den Verbrennern genannt, stattdessen wird hier auf die EU verwiesen, also ebenfalls wieder sehr, sehr unkonkret leider. Eine Verschärfung der Grenzwerte für CO2-Emissionen von PKWs sowie eine stärkere Spreizung der Besteuerung für CO2-Arme und für CO2-Schleudern, also die quasi mehr auseinanderzuziehen, die einen günstiger, die einen noch ein bisschen teurer zu machen, ist ebenfalls nicht vorgesehen und das mildert einfach den Anreiz für die Leute umzusteigen. Aber, und das ist ganz gut, es sollen 15 Millionen vollelektrische Autos und 1 Million Ladepunkte angestrebt werden. Und das ist tatsächlich sogar mehr, als die wissenschaftliche Literatur fordert. Also das ist eine Überraschung. Ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel aber auch. Und die Frage jetzt natürlich, wie wollen die das schaffen? Das soll gemacht werden mit Subventionen, steuerlichen Anreizen, wie aber auch einfachere Genehmigungsverfahren zum Beispiel für Ladesäulen, damit das Ganze halt einfach schneller geht. Die Kaufprämie allerdings soll 2025 auslaufen und auch eine Quote für E-Autos ist nicht vorgesehen. Daher ist nicht klar, ob diese Mittel überhaupt ausreichen werden, um diese gesetzten Ziele zu schaffen. Also das Ziel ist zwar wahnsinnig hoch, aber es gibt keine Festlegung. Das heißt, könnte klappen, muss aber nicht. Und wenn nicht, Pech gehabt. Interessiert dann keinen. Den Schienenverkehr für normale Personen, also für dich und mich quasi, der beträgt im Moment ca. 10% der gesamten Verkehrsleistung. Ticketpreise im Schienenverkehr sollen gesenkt werden, aber nur, wenn Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Also auch hier wieder so ein Passus vielleicht.
Der Abbau von klimaschädlichen Subventionen ist vorgesehen, damit PKWs teurer werden und die Schiene wieder attraktiver. Allerdings werden hier auch gar keine konkreten Maßnahmen benannt. Das Schienennetz soll aber stark ausgebaut werden und Streckenabschnitte reaktiviert, Bahnhöfe und Züge modernisiert und die Taktung und Erreichbarkeit gesteigert werden. Und die Ampel will tatsächlich bis 2030 75% der Züge auf Strom umstellen. Das bedeutet insbesondere Nachholbedarf im Regionalverkehr, wo bislang nur 63,5% der Fahrleistung elektrisch erbracht wird. Daher sollen sich alle Bundesländer und der Bund im Rahmen eines Ausbau- und Modernisierungspaktes an der Sicherstellung der Finanzierung beteiligen. Darüber hinaus werden noch konkrete Vorschläge zur Stärkung des Rad- und Fußverkehrs und zum Ausbau der entsprechenden Infrastruktur gemacht. Ja. Das DEW bewertet die Maßnahmen als detailliert, ausgearbeitet und ausreichend, um das eigene Klimaschutzgesetz zu erreichen. Also hier scheint tatsächlich in diesem Punkt zumindest was ganz Gutes gemacht worden zu sein. Okay, Emissionen im Güterverkehr reduzieren, natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Und hier sind geplant eine CO2-Differenzierung der Lkw-Maut. Also quasi besonders große CO2-Schleudern sollen vermutlich eine etwas höhere Maut zahlen müssen. Es sollen noch CO2-Flottengrenzwerte für Nutzfahrzeuge eingeführt werden, die sind geplant. Außerdem soll der Schienengüterverkehr gesteigert werden. Es soll eine Forschungsförderung für den Einsatz synthetischer Kraftstoffe im Straßenflug- und Schiffsverkehr gemacht werden. Mit Straßenverkehr ist jetzt hier aber natürlich nur der Güterverkehr gemeint. Für Autos ist, wie ich es schon sehr oft gesagt habe, einfach nicht machbar, da grüner Wasserstoff benötigt wird und dieser einfach kaum vorhanden ist und auch nicht vorhanden sein wird. Oder wenig halt nur. Zudem ist das alles super ineffizient, also wir verschenken wertvolle Energie. Und bei Autos ist es nicht nötig. Bei LKWs sieht die Kiste ein bisschen anders aus, da ist es mit Batterie zumindest momentan noch etwas schwieriger. Aber auch da gibt es coole Techniken. Ich glaube, Tesla, soweit ich weiß, auch dabei. Spannend auf jeden Fall. Wie sieht die Gesamtbewertung für den Verkehr aus? Also man muss jetzt hier einfach nochmal sagen, dass hier jahrzehntelang dieser Bereich verpennt worden ist. Und deswegen muss die neue Regierung hier einfach eine krasse Trendwende schaffen. Ja? Und auch hier steht die neue Regierung vor einer unglaublich großen Aufgabe. Und das DEW lobt hier den geplanten Ausbau des Schienennetzes und auch die Förderung der 15 Millionen E-Autos, sagt aber auch ganz klar, dass die Maßnahmen nicht reichen, um das Klimaschutzgesetz einzuhalten, also das eigene gesteckte Ziel und schon gar nicht für das 1,5-Grad-Ziel. Insbesondere die bestehenden Subventionen und Privilegien, zum Beispiel die Besteuerung von Dieseln, die Dienstwagenbesteuerung und auch das Tempolimit werden halt stark kritisiert, denn diese Sachen hätten einen relativ schnellen Einfluss und wären auch einfacher umzusetzen. Gebäude ist auch ein wichtiger Punkt. Ich fasse den Punkt aber etwas kürzer zusammen, da hier die Maßnahmen der Ampel leider wesentlich unkonkreter sind und auch geringer sind. Bei Gebäuden müssen wir von 120 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent auf 67 Millionen Tonnen runter. Und zwar, damit wir unser eigenes Ziel, das Klimaschutzgesetz, erreichen. Für das 1,5-Grad-Ziel wäre es also noch deutlich mehr. Ihr seht schon, die 1,5 Grad wurden eigentlich schon lange aufgegeben, so wie es scheint. Ja, also zumindest wirkt es auf mich so. Der DIW kritisiert hier, dass kein klares Konzept existiert, wie man die private Sanierungsrate auf den Zielwert von 2% bringt. Denn das ist notwendig, nur um unser Klimaschutzgesetz überhaupt zu erreichen. Das heißt, die Immobilienbesitzer von älteren Häusern müssten also irgendwie animiert werden, ihre Häuser zu sanieren. Und ich meine, das ist teuer. Wer ein Haus besitzt, weiß, was das kostet. Und 2% ist viel. Das heißt, da muss was passieren. Es werden zwar einige Standards für Neubauten definiert, also zum Beispiel KfW-70-Standard für Sanierungen ab 2024 oder eine Solardachpflicht für neue gewerbliche Immobilien oder neue Immobilien müssen, glaube ich, sogar einen KfW-40-Standard erreichen. Aber das reicht einfach nicht, um diesen Sektor auf Kurs zu bringen. Es fehlen halt, wie gesagt, einfach konkrete Maßnahmen, die die Leute dazu bewegen oder überhaupt auch unterstützen, ihre Gebäude sanieren zu lassen. Also denkbar wären hier vermutlich Förderungen beispielsweise, also deutlich mehr. Zudem wird auch die lange Vorlaufzeit kritisiert. Also kurz gesagt, warum kommen die meisten Maßnahmen überhaupt erst 2024 oder 2025? Wo ist da die Begründung? Wie ihr sehen könnt, sieht das DEW hier noch ziemlich große Lücken und sieht nicht, dass man mit diesen Maßnahmen das Klimaschutzgesetz einhalten kann und auch nicht das 1,5-Grad-Ziel, das auf gar keinen Fall. Ihr seht auch hier die Gesamtbewertung, wie sie aussieht. Also hier sind wir leider relativ schlecht aufgestellt, da ist der Plan anscheinend nicht so besonders ausgeklügelt.
Wie sieht es bei der Landwirtschaft aus? Für die Landwirtschaft müssten wir von 66 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent auf 56 Millionen Tonnen kommen, um das eigene Klimaschutzgesetz einzuhalten. Im Vergleich zu den anderen Zahlen erscheint das eigentlich erheblich einfacher und tatsächlich ist es das auch. Also was müssten wir laut dem DIW tun? Es gibt im Prinzip nur zwei wichtige Punkte und das ist zum einen das Düngemittel und zum anderen die Tierhaltung. Beim Düngemittel würde man mit einer Obergrenze für Stickstoff und einer effizienteren Nutzung des Düngers beispielsweise durch den Einsatz von Pflanzen mit weniger Stickstoffbedarf auf bereits 4,9 Millionen Tonnen Einsparung kommen können. Und das wäre praktisch schon die Hälfte von dem, was benötigt wird. Und bei der Tierhaltung hilft tatsächlich eigentlich nur eins, wir müssen weniger tierische Produkte konsumieren. Denn wenn der Konsum nur um 30% runtergehen würde, was nicht viel ist, wäre das schon eine Einsparung von 14 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent und zwar sofort. Zudem ist die Ernährungsweise gesünder und auch ökologischer. 14 Millionen Tonnen, das ist unmittelbar und das ist eine Menge. Ja, und eigentlich ist es kein großes Problem in meinen Augen. Wie gesagt, das sind aber auch alles schon lange bekannte Tatsachen aus der Wissenschaft. Das ist alles nichts Neues, das kann jeder nachlesen. Und es muss auch nicht mal jeder irgendwie vegan oder vegetarisch leben. Es würde dicke reichen, wenn einfach ein bisschen weniger Milchprodukte und Fleisch essen. Das würde reichen. Vielleicht motiviert es den einen oder anderen ja nochmal, da vielleicht an seinen Essgewohnheiten zu überlegen. Okay, was gibt's noch? Die Ampel plant einen Ausbau von ökologischer Landwirtschaft auf 30% durch die Erhöhung von Forschungsgeldern und Bundesmitteln. Weiterhin soll EU-weit an einem Nutri-Score gearbeitet werden und pflanzliche Proteinalternativen vorangetrieben werden. Investitionen sollen jetzt nur noch nach Haltungsformen ausgerichtet werden. Also einfach gesagt, zum Beispiel sowas wie Massentierhaltung soll weniger Geld bekommen, in der Hoffnung, dass man dann den ganzen Sektor so ein bisschen in diese Richtung lenkt. Es gibt noch weitere kleine Maßnahmen, aber man muss jetzt unterm Strich sagen, der DIW sieht hier aber insgesamt das schwächste Paket, insbesondere da der Staat keinen Einfluss auf das Konsumverhalten der Leute nehmen will. Das heißt nicht irgendwas vorschreiben, das heißt nur Anreize bieten. Denn hier wäre wirklich das größte Potenzial und es müsste nicht mal viel sein. Eigentlich ist der Punkt in meinen Augen nicht mal diskussionswürdig, weil 30% ist echt nicht so ein Drama. Also das kann eigentlich auch jeder, finde ich, locker leisten. Trotzdem muss man sagen, dass viele dieser Produkte viel teurer sind und das sehe ich auch als Problem an. Also da würde ich euch jetzt beispielsweise auch recht geben und das erlebt ja jeder von uns tagtäglich, der sowas mal probiert hat. Okay, sektorübergreifende Maßnahmen. Hier geht es um Maßnahmen, die alle Sektoren betreffen. Das bekannteste Beispiel, was vermutlich auch mittlerweile jeder kennt, ist der CO2-Preis. Die Ampel sieht hier für den CO2-Preis in Deutschland keine Erhöhung vor, und zwar aus sozialen Gründen. Das DIW sagt hierzu aber auch, dass der aktuelle Preis die Wirtschaft und Gesellschaft nicht verändern wird oder zumindest nur wenig. Was die Ampel aber zugesteht, ist ein Mindestpreis in gewissen Sektoren, wie zum Beispiel der Kohlekraft, von 60 Euro pro Tonne. Und das würde laut den Wissenschaftlern tatsächlich dazu reichen, die Kohlekraftwerksbetreiber zu einem freiwilligen Ausstieg bis 2030 zu bewegen. Ja, ganz einfach, weil die Teile dann unwirtschaftlich sind. Und das ist das, was ich am Anfang schon mal meinte, ein Zwang zum Kohleausstieg könnte für uns alle sehr teuer werden. Also insgesamt scheint das hier der klügere Weg zu sein. International hat die Ampel tatsächlich auch sehr spannende Pläne, und zwar geht es um die CO2-Flucht von Unternehmen, und das ist ein Problem. Wenn Unternehmen viel CO2 produzieren, müssen sie dafür nämlich eine Menge bezahlen und das kann teuer werden. Dadurch können diese Unternehmen natürlich dazu veranlasst werden, in andere Staaten zu fliehen, um diese Kosten nicht mehr zu haben. Unsere Atmosphäre bringt das dann natürlich herzlich wenig, sondern schadet dann in jeglicher Hinsicht eigentlich nur noch die Wirtschaft und auch die Atmosphäre, denn in den Ländern gibt es möglicherweise gar keine Regelungen. Deswegen will die Ampel einen Carbon Border Adjustment Mechanism einführen und dieser bepreist dann auch die importierten Produkte nach CO2-Intensität. Und das ist, glaube ich, eine relativ sinnvolle Möglichkeit, um einerseits diese Abwanderung zu verhindern, denn die wollen ja weiterhin ihre Produkte hierhin exportieren dann in diesem Fall, aber auch um zum Beispiel Staaten wie China und so weiter einen zusätzlichen Anreiz zu bieten, weniger CO2 zu emittieren, also weniger Produkte an uns zu verkaufen, die einen großen CO2-Fußabdruck haben. Denn diese Produkte werden dann teurer und weniger interessant für den Verbraucher. Und der Verbraucher braucht sich dann auch keinen Kopf darum zu machen, nicht alles irgendwie nachlesen oder nachforschen, was praktisch auch fast nicht möglich ist, sondern das passiert dann von ganz alleine. Ein weiterer wichtiger Punkt sind jetzt hier noch die sogenannten CO2-Senken, also natürliche CO2-Senken, sowas wie Wälder, Moore und natürlich auch die Meere. Und diese nehmen praktisch CO2 aus der Luft auf und reduzieren so aktiv.
macht Sinn. Wir müssen nicht nur weniger emittieren, sondern auch natürliche Senken schützen. Das heißt, klar, wir stoßen immer irgendwie was aus, aber das können wir vielleicht dann abfedern durch Wälder und so weiter. Unterm Strich zählt nämlich eigentlich nur die Bilanz. Also wie viel emittieren wir und wie viel nehmen wir dann auch wieder durch natürliche Senken wieder auf. Also wenn wir da auf Null kommen, sind wir eigentlich wieder sauber, sage ich mal. Die Ampel zählt hier einige Möglichkeiten auf, um diese natürlichen Senken zu schützen. Allerdings fehlen bei allen Dingen immer wieder konkrete Grenzwerte, was die Sache dann leider wieder ziemlich aufweicht. Und die Bewertung vom DIW sieht hier tatsächlich positiv aus, denn die denken, dass die Maßnahmen wirklich ausreichen, um unser eigenes Klimaschutzgesetz mehr oder weniger einzuhalten. Die 1,5 Grad natürlich nicht, die werden hier auch vermutlich in keinem der Punkte, die ich genannt habe, erreicht werden. Und wie schon gesagt, es macht auch nicht den Eindruck, dass das überhaupt versucht wurde. Okay, jetzt die Frage, ist das eine Enttäuschung? Die Ampel hat eigentlich ein ziemlich ambitioniertes Ziel formuliert. Das DIW spricht sogar von Zäsur. Also einer echten Kehrtwende bzw. starken historischen Veränderung. Und ich zitiere mal Claudia Kempfert, die hat gesagt, der Koalitionsvertrag ist das ambitionierteste Klimaschutzprogramm, das jemals eine Bundesregierung vorgelegt hat. Es ist eine Zäsur. Zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels reicht es allerdings nicht. Schnelles und konsequentes Handeln ist nun gefordert. Ich persönlich bin ein bisschen enttäuscht, dass die Leute dahingehend getäuscht werden, dass die Ampel behauptet, sich dem 1,5-Grad-Ziel zu verschreiben, denn es tut sie aktuell einfach nicht. Und ich würde mir hier mehr Ehrlichkeit wünschen, denn der Plan ist nicht schlecht, aber möglicherweise sind die 1,5 Grad auch einfach nicht mehr zu halten oder zumindest mit unserer weltweiten und lokalen Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben, mit der Politik, wie wir sie jetzt haben, mit der gesamten Kultur einfach nicht mehr zu vielleicht geht es einfach noch nicht, vielleicht sind wir noch nicht so weit. Da würde ich mir wirklich, wie gesagt, mehr Ehrlichkeit wünschen, denn leere Versprechen helfen uns auch alle nicht und es ist eigentlich, und wenn es schlimm aussieht, dann sagt uns das halt. Aber man muss fairerweise halt auch einfach sagen, bisher wurde es einfach komplett versäumt, entsprechend früh auf diese Ziele einzugehen und hätte man das getan, dann ständen wir nicht hier und hätten diese blöden Gespräche. Und man kann jahrelange Versäumnisse nicht einfach mit einem Schlag aus dem Weg räumen, das ist unfassbar schwer und das muss ja auch irgendwie von der Gesellschaft getragen werden können. Also sollte man die Versäumnisse der letzten Jahre jetzt nicht der heutigen Koalition zuschreiben, dennoch ist es jetzt ihre Aufgabe, das besser zu machen. Auf der anderen Seite muss man halt auch wieder sagen, unsere Atmosphäre lässt nicht mit sich verhandeln und die wird auch nicht auf Kompromisse eingehen. Der Atmosphäre ist es komplett scheißegal, ob wir hier sind oder nicht. Die Zerstörung, die wir bisher angerichtet haben, werden wir erst in vielen Jahren zu spüren bekommen. Das ist einfach nicht mehr aufzuhalten, denn das könnt ihr euch vorstellen, das ist wie eine Welle, die von uns gestartet wurde und die schlägt in einigen Jahren ein. Und die nächste Welle produzieren wir momentan. Weltweit steigen die CO2-Emissionen immer noch an, statt zu sinken. Und der kleine Knick, den ihr da seht, ist durch die Pandemie bedingt und nicht durch unser Verhalten. Also auch leider, das ist nicht unbedingt ein Grund zur Freude. Und wenn wir die Atmosphäre noch stärker zerstören, werden wir noch mehr darunter leiden. Das ist ziemlich einfach. Vermutlich sogar einen großen Teil der Menschheit irgendwann verlieren. Es geht echt schlichtweg um unser Überleben als Menschheit, so einfach ist das. Und je länger wir brauchen, um das zu begreifen, desto schlimmer wird es am Ende. Vielleicht ist das möglicherweise sogar unser komplettes Ende. Und die meisten Wissenschaftler sagen eigentlich nicht mehr und nicht weniger als, kämpft um euer verdammtes Überleben, mehr nicht.